Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Sam Schemaier, Paartherapeut, Psychotherapeut. Dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, es schneit in Hamburg. Und zwar richtig fette, dicke Flocken. Das ist echt unfassbar, wirklich. Und die ganzen Snowboardpisten sind zu. Ich drehe durch, ey. Naja, egal. Genau. Heute kommt mal was ganz anderes, mal so ein bisschen zum Chillen. Das ist kurz vor der Corona-Zeit aufgenommen worden. Ein echt schönes Podcast-Interview mit dem Team von Blondhörig. Packen wir die Links von dem Podcast und dem Kanal mal unten runter. Genau, die haben mich gebeten für ein Interview, was auch viele Fragen, glaube ich, beantwortet, die oft gestellt werden. Und ich fand es eigentlich so cool, dass ich dachte, ich stelle euch das mal oder ich frage sie mal, ob wir das auch hier reinstellen können. Und ja, was jetzt gleich passiert. Ja, und Blondhörig findet ihr übrigens ja, auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer und mal gucken, wo noch. Ja, und Apple Podcast auf jeden Fall. Und vielleicht noch an einigen anderen Orten. Okay. Und genau, und es gibt ja dann ab Mittwoch die Selbstliebe-Challenge Advanced und noch den Ex-Detox-Kurs. Und ich bin an so einem neuen Programm dran für Paare. Eine, nicht die Selbstliebe-Challenge, sondern eine Liebes-Challenge über 30 Tage. Das geht wahrscheinlich auch schon bald los, vielleicht schon ab Freitag. Genau, haltet Ausschau danach und ja, viel Spaß jetzt mit dem Video. Heute bei uns zu Gast ein Mann, der Menschen glücklich macht, weil er sie umprogrammiert. Dating-Experte, Paartherapeut, YouTuber, seit neuestem auch Bestseller-Autor Christian Hemschemeier. Blondhörig. Die Lifestyle-Show mit den Genies unserer Zeit. Aus dem Globana Village. Von der Ladies Academy. Hier ist Diana Schell. Und nicht nur ich, unsere wunderbare Christiane ist natürlich auch wieder da. Und Christiane, der Draht zu euch, ihr Lieben. Und zwar, um eure Fragen über die Instagram-Seite jetzt, meine liebe Chrissy, an dich weiterzugeben. Und wir werden nachher eure Fragen an unseren wunderbaren Gast hier besprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Sind schon ein paar angekommen? Ganz, ganz viele, Diana. Oh, das wird spannend. Kommt mit. Und wir haben ihn da, Christian Hemschemeier, Paartherapeut. Dating-Experte, YouTuber, Bestseller-Autor und Comedian, ja, wie ich ja schon im Vorfeld ja, jetzt demnächst ins Spiel, ne? Ins Spiel erfahren habe. Aber lieber Christian, es ist ja, wenn man sich das überlegt, ich habe es vorhin so locker flockig gesagt, ja, du programmierst Leute um. Ja. Das kann man ja auch, wenn man das so zum ersten Mal hört, könnte man auch denken, was bitte macht der denn schön? Programmiert Leute um? Ist das gefährlich? Tut das weh? Ja, wehtun tut es natürlich schon irgendwo ein bisschen, ne, weil man ja seine alten Muster loslassen muss. Aber es ist einfach eine moderne Sprache für, dass wir halt so unsere Muster erlernen in der Kindheit. Ne? Also je nachdem, was wir da vorgesetzt bekommen, das assoziieren wir halt mit Liebe. Und dann wird, kann man sagen, Gehirn irgendwas eingebrannt sozusagen. Und ich habe halt gerne diese moderne Sprache benutzt, dass da so ein Chip gibt, der wird dann halt programmiert. Der Liebeschip, ne? Der Liebeschip, ne? Genau. Ja. Und wenn's da, wenn da einmal programmiert worden ist, dann kann man den ja eigentlich auch umprogrammieren. Ne? Ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber ja, darum geht es eigentlich. Also tut es im Vorfeld weh und ab dann wird es schön. Genau, kann man sagen. Genau. Ich meine, also für mich hast du wirklich auch so ein bisschen die ganze Psychologen-Ära so ein bisschen ins Hier und Jetzt geholt, ja? Weil man stellt sich eigentlich so einen Psychologen so vor, ja, da sitze ich dann auf der Couch oder liege auf der Couch und der bespricht mich irgendwie. Aber es geht nicht weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch auf deinem YouTube-Channel Liebeschip eben machst. Du redest da locker flockig und gibst die Ansätze, wie man aus seinem Muster rauskommt. Ja? Ja. Und was ist denn da die Frage, die am meisten gefragt wird? Ja,
soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen eigentlich? Ne? Ehrlich? Ja, gut, das ist... So in etwa hat das unsere liebe Christiane nämlich auch schon heute gehabt. Ne? Genau. Ja, genau. Die steht zwischen drei Männern und weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Ja, okay. Aber das ist tatsächlich so, ja? Ja, ja, klar, es sind ja meistens Leute, die in so scheinbar schwierigen Situationen sind, überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Und für mich ist es natürlich so, dass gerade diese, wie ich immer sage, toxischen Dating-Beziehungssituationen laufen ja eigentlich immer gleich. Für mich ist es eigentlich immer leicht, weil ich kann dann, ist immer das Gleiche eigentlich, aber für die Leute, die drinstecken, ist es natürlich immer wieder neu, schmerzhaft oder kommen ganz frisch da rein, wissen gar nicht, was los ist und ja, versuche ich denen halt ein bisschen weiterzuhelfen. Und wenn man sich das auch wirklich überlegt, du hilfst der Menschen wirklich. Du bist echter Paartherapeut, ja. Hast also richtig alles studiert. Ja. Und wann ging das los und wie kommt man auf so eine Idee als normaler Psychotherapeut? Psychotherapeut bin ich auch, genau. Ja, ich habe ganz normal studiert, habe dann 99 meine Approbation bekommen, habe dann Praxis aufgemacht, aber da gleich schon Paartherapie gemacht. Fand ich gleich irgendwie cool, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr Action ist irgendwie so. Definitiv. Warst du vielleicht selber auch in so einer Situation, wo du gerade dachtest, nee, da dachte ich noch, ich habe alles, gecheckt, alles im Griff. Hat sich dann als anders ausgestellt. Aber gut, nee, dann war ich ein ganz normaler Paartherapeut und dann hatte ich dann auch mal so meine Midlife-Crisis, habe mich dann aus der langjährigen Beziehung getrennt, bin dann so auf den Dating-Markt gekommen, weiß nicht, vor so 6, 7, 8 Jahren und dachte, ja prima, ist bestimmt genauso wie vor 20 Jahren oder so. Und merke war dann, alles anders, alles oder? Total anders. Ne? Und aus den Erfahrungen, da bin ich auch gleich in so Crash-Beziehungen reingekommen, also Sachen erlebt, die ich vorher noch nie erlebt habe. Und da habe ich gemerkt, boah, da gibt es auch noch eine ganz andere Psychologie, eine ganz andere Beziehungsrealität. Und das war für mich wie so ein, ja, als wenn man ein völlig neues Land erforscht sozusagen. Ne? Also diese toxischen Beziehungen, wo man so vor die Wand rennt und gar nicht weiß, was los ist. Das geht einem so schlecht. Und naja, das ist dann, dir also wirklich auch selber passiert? Ja, 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 genau. Ja, und ich habe dann selber gemerkt, dass mit den Leuten, die ich so kannte, also jeder Psychologe hat natürlich so sein Umfeld, ne, wo er sich dann mal Rat holt, habe so gemerkt, ja, da kam halt so, ja, muss halt nochmal probieren und ein bisschen dies, ein bisschen das, dann habe ich so gemerkt. Dass, wie hast du gedatet? Weil das ist natürlich auch ganz spannend zu erfahren, weil du bist ja inzwischen auch wirklich Dating-Coach, ja? Ja, ja. Warst du auf Portalen à la Tinder, warst du irgendwie, ja? Ja, das alles durch, ja. Auf Parship, auf Tinder. Das klingt jetzt unterschwellig nicht so viel Positives. Naja, also ich habe mir gedacht, ich bin ja Psychologe und dann, ich will ja mal alles erforschen, denke ich, mach's das mal richtig. Ich habe mir gleich dann als erstes so einen Dating-Coach aus den USA geholt, so einen absoluten Profi. Ja. Und der hat mein Weltbild völlig verändert, was so Dating angeht, sag ich mal. Ne? Was hat er gesagt? Ja, gut, das sind natürlich Sachen, das ist also politisch nicht so korrekt, ne? Aber das so, also dieses ganze Konzept mit der Polarität, Männer und Frauen, dass sie halt unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass der Mann sich halt auch wie ein Mann verhalten muss und die Frau wie eine Frau. Und ich weiß noch, ich hatte da damals jemand gedatet, da habe ich so mal ganz viel geschrieben und noch mehr und noch mehr und Herzchen und hat irgendwann gesagt, Mann, du schreibst ja wie meine beste Freundin. So, ja, genau. Und der hat halt gesagt, der hat mir das alles ausgetrieben, ne? Den ganzen Quatsch irgendwie. Und ja, und dann war es auch eine ganz coole Zeit eigentlich erstmal so. Ne? Und da wurdest du eigentlich auch umprogrammiert, ne? Also das hat ja eigentlich bei dir selber begonnen dann. Ja, genau. Da habe ich erstmal gemerkt, ja, okay, das ist ja, genau, wenn man bestimmte Sachen im Dating so und so macht, dann kommt man eben auch die und die Ergebnisse. Aber das heißt natürlich nicht, dass man automatisch in glückliche Beziehungen reinkommt. Ne? Ich wollte ja auch eine neue Beziehung haben und hatte dann aber auch, was meine Zuschauer haben, diese super, zumindest zwei, drei von diesen super turbulenten, völlig chaotischen Beziehungen, wo man irgendwann nicht mehr schlafen kann, nicht mehr essen kann, nicht mehr arbeiten kann und dachte mir, Mann, Güte, was ist denn da los? Und das sind ja auch unterschiedliche Skills. Es gibt eben so Pickup-Skills, also wie spreche ich jemand an, dann gibt es Dating-Skills und dann gibt es eben Beziehungsskills und das sind alles drei völlig unterschiedliche Sachen und das versuche ich halt, alles, was ich da gelernt habe. Was sind denn Pickup-Skills? Naja, also die meisten Frauen, weiß nicht, wie es bei dir ist, die wollen ja eigentlich gerne an einer Tiefkühltheke angesprochen werden, ne? Vom coolen Mann. Also so im ganz normalen Leben, ja, genau, so, ne? Das ja, ist Pickup. Ja, okay. Ja, ne? Dass jemand, oder wie auch immer, du triffst dich irgendwo, kommst ins Gespräch mit jemandem und die wenigsten Frauen wollen ja immer diese ersten Schritte machen und die wollen eigentlich einen Mann haben, der das sagt, Ding in hey, die Hand nimmt. Der das in die Hand nimmt. Richtig, Christian, ja. Das wollen wir. Richtig. Genau. Ja. Der dann, ne, ich finde dich cool, wollen uns wieder treffen, der das Restaurant bucht. Also wie viele Frauen haben mir erzählt, ich muss immer die Restaurants, immer die Reservierung machen, ich habe da keinen Bock drauf. Irgendwie, ne? Und
ja, das will ja eigentlich eine Frau. Eine Frau will ja, irgendwann gedatet werden, irgendwann verführt werden von einem Mann, der weiß, was er tut sozusagen. Ne? Und, und ganz im Ernst, das hat sich auch wirklich geändert. Ja. Ne? Also ich meine, du hast mich gerade gefragt, ja, ich habe diese Erfahrung nämlich auch gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, Christi, meine Liebe, kommen übrigens schon Zuschauer. Du, mein Instagram ist gerade zusammengebrochen. Siehst du, wir sind also wirklich genau richtig. Ne? Ja. Und die Männer haben sich auch geändert, aber wir Frauen eben auch. Ja. Ne? Und ich glaube, ist das das Problem, dass wir eigentlich zu ähnlich werden und deswegen eben keiner mehr in seiner echten Polarität ist? Ja, ich glaube, dass die Medien eine Riesenrolle spielen, wenn man jetzt heutzutage mal so einen Hollywood-Film schaut oder Rosamunde Pilcher, da werden ja Sachen gezeigt, die im echten Leben überhaupt nicht funktionieren. Ne? Männer, die immer heulen und die laufen, wenn mal Frauen hinterherrennen und irgendwelche Super-Dates produzieren. Ja, ne? Aber das ist ja so eine Gleichmacherei und das wird, glaube ich, häufig verwechselt. Natürlich sollen Männer und Frauen absolut gleichberechtigt sein, aber trotzdem sind sie ja nicht gleich. Und ja, ich glaube schon, dass in den Medien immer wieder, weiß ich nicht, ist ja teilweise schon, dass man schon ein MeToo-Problem kriegt, wenn man eine Frau im Aufzug anspricht oder so. Das ist ja, also da gibt es ja Männer, die trauen sich schon fast gar nichts mehr. Ne? Und dann, weiß ich nicht, oder die Dame auf dem Date, darf ich dich jetzt küssen oder so? Und dann ist natürlich der ganze Drive weg, sag ich mal. Alles, so, ne? Und ich glaube schon, dass diese ganze Gleichmacherei ein bisschen dazu beigetragen hat, dass beide sich nicht mehr so natürlich verhalten irgendwie. Und dann wird es halt schwierig. Ne? Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Ne? Also wir Frauen sind halt irgendwie immer stärker geworden und die Männer mussten sich immer mehr angleichen. Ja? Haben sie natürlich auch. Mussten sie vielleicht gar haben nicht, sie getan, aber, definitiv. Mh. Und jetzt gibt es sowas wie Männerseminare, die schießen ja aus dem Boden. Ja? Also da lernt der normale Mann wieder Mann zu sein. Und ist das so wirklich in seiner Natur so, also hat er sich verloren? Ist das wirklich so? Also ich kann ob jetzt Männerseminare so viel hilft, ist ja die Frage. Ne? Schickt man die lieber auf eine Bohrinsel mal irgendwie oder machen die Männerseminare? Das hat ja auch eine gute ich glaube schon, dass es in jedem Mann noch drinsteckt, aber wenn, da muss halt das ein bisschen wieder abtragen, ne? Diese ganzen Geschichten. Aber ja, ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, dass die Männer wieder auf eine respektvolle Art, das war vielleicht früher nicht so, aber auf eine respektvolle Art wieder so in ihre Power finden. Ne? Also da können wir jetzt schon mal, da sag ich mal im Namen aller Frauen danke, dass du das so ein bisschen in die Hand nimmst. Ja? Also wirklich. Und das Spannende ist aber auch wirklich, und das erlebst du ja über deine YouTube-Channels. Bist du eigentlich täglich dort drauf? Warst du täglich? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, fast aber du bist so vier, fünf Mal die Woche. Seit 5 Jahren machst du das. Ja? Ja. Es gibt unendlich viele Videos. Ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt, aber es ist nicht alles zu schaffen, muss ich wirklich sagen. Ja. Es ist mega spannend. Ja? Das Schöne ist auch die Art, wie du redest. Du redest ja so, wie du jetzt redest. Ja? Sitzt auch da in einem Fußballshirt. Genau. Was schon mal also eben anders ist. Ne? Also du sprengst so die Ketten und hast aber dennoch eigentlich ja nur mit Problemfällen zu tun. Mhm. Erste und wichtigste Frage, gibt es überhaupt noch die tolle, perfekte Beziehung? Weil du hörst ja nun wahnsinnig viel. Gibt es irgendwie noch eine Beziehung, die tatsächlich real existierend ist, vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht hast du selber eine, die wirklich einfach toll ist? Ja, also meine ist zum Beispiel super, also kann ich nicht meckern. Glückwunsch. Aber klar, ich höre natürlich viel mehr, also natürlich gibt es tolle Beziehungen, also in meinem Freundeskreis auch, aber das ist natürlich auch so ein Fokusproblem, wenn man natürlich den ganzen Tag immer nur angesprochen wird von Leuten, wo es nicht gut läuft. Aber also ich schätze so, dass 10-20% der Beziehungen richtig glücklich sind, der Langzeitbeziehungen, aber 80% auch eher nicht so. Eigentlich krass, oder? Ja. Wenn man sich das überlegt. Ja. Und dieses schlimme Wort toxische Beziehung, ja, ich finde das wirklich krass, aber ich meine letztlich, es zerbricht ja auch irgendwie ein Herz. Ne? Und du hattest jetzt auch angesprochen, was uns so vorgelebt wird über Musik, Literatur und so weiter, diese Romantik, der wir ja alle irgendwie so ein Leben lang nacheifern und dann ist es aber in der Realität gar nicht zu bringen. Das ist ja unfassbar. Geht das mal irgendwann überein, dass diese Romantik, die man irgendwie sich herbeisehnt, eben eigentlich auf sich selbst fokussiert werden muss? Oder wie schafft man das? Naja, erstmal gibt es ja zwei Sachen. Es gibt Chemie und es gibt Kompatibilität. So, ne? Das ist halt immer, was ich immer wieder sage. Und meistens, die Leute, die zu mir kommen, die haben eines. Ne? Also entweder sie haben eine irre Chemie, ist aber dann so ein total verrücktes Dreieck mit, was weiß ich, einem Narzissen oder was auch immer. Wo man ständig dies Drama, jenes Drama. Und das hat natürlich einen gewissen Thrill und ist auch für den erzeugt eine Menge Chemie, aber tut halt irre weh. Ne? Und dann gibt es halt die Paare, die sagen, ja, das ist
jetzt habe ich so eine Vernunftsentscheidung getroffen und die passt gut zu mir, aber es ist irgendwie langweilig. Und da muss man halt ein bisschen suchen, da muss man auch den Arsch in der Hose haben, zu sagen, nee, passt nicht, ich gucke noch weiter, weil häufig denken wir natürlich, nee, was Besseres finde ich nicht, aber das ist alles da oben, ne? Wenn ich sage, hey, ich höre nicht eher auf, als bis ich das, was für mich richtig Passendes gefunden habe, dann geht es halt weiter. Das andere ist ja, also okay, ich bin jetzt mit dem da zufrieden, was irgendwie so ein Kompromiss ist, ja. Ich finde vielleicht nichts Besseres, aber das Konträre wäre ja dann, es gibt immer wieder überall an der nächsten Ecke noch was Geileres. Ich kann mich nicht binden. Ne? Und hier gucke ich nochmal, da gucke ich nochmal, da ist noch eine neue Spielwiese, da kann ich noch was aufmachen. Sind es so beides die Pole oder so, wo man sich bewegt? Ja, es ist natürlich schon, dass diese toxischen Beziehungen, die liefern eine Sache, und zwar eine Ablenkung von sich selbst. Ne? Also wenn ich ewig im Drama bin, drüber nachdenken muss, meldet er sich nicht, ruft er noch an, muss ich mich nie mit meinen eigenen vielleicht Kindheitswunden, innerer Leere oder sonst was beschäftigen, kann über den anderen schimpfen, kann sagen, auch wenn der anders wäre, dann wäre alles gut. Und ja, und ich habe auch vielleicht mein Ego, ist noch nicht so richtig in Kontrolle, wenn man nicht vielleicht sieht, okay, der sieht toll aus und dann gucke ich über alles hinweg irgendwie. Und das sind alles Sachen, die man lernen muss. Und also für mich sind so toxische Beziehungen vielleicht so ein Durchgangsstadium, ist auch nichts falsch dran. Ne? Das ist, kann ja auch eine coole Zeit sein. Also wenn man sie einigermaßen überlebt oder in der Rückschau, kann man vielleicht sagen, es musste genau das sein, dass ich, weil wir lernen im Schmerz. Das ist einfach so, ne? ob uns das passt oder nicht. Aber wenn alles easy läuft, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Ne? Also diese Beziehungen sind schon Wachstumsbooster und zwingen uns so in die Weiterentwicklung. Ne? Du hast ja auch den tollen Begriff vom nice geilen Leben erfunden. Ne? Ja. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was meint der denn, nice geiles Leben? Aber erzähl doch mal, also was steht für dich dahinter? Naja, also im Grunde genommen ist es ja so, wenn ich jemand anders brauche, um glücklich zu sein, habe ich ja immer ein Problem. Ne? Natürlich ist ein Partner eine tolle Sache und kann man sich auch wünschen, aber wenn ich jetzt davon abhängig bin, dass der immer funktioniert, dass der immer gut drauf ist, dann erzeuge ich ja gleich schon so einen Druck. Ne? Auch so, ne? Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich mache mein Leben nice geil, wie ich das so nenne, das heißt, finde mein Leben in sich schon total spannend und dann kommt vielleicht noch eine Frau oder ein Mann dazu, ist ja schon mal alles viel entspannter, ne? Weil viele in diesen toxischen Beziehungen ist eben Bedürftigkeit, muss man einfach sagen. Ne? Also ich brauche das so sehr, dass mich jemand liebt, rettet irgendwie. Und Bedürftigkeit zieht halt wieder Bedürftigkeit an. Das spiegelt sich ja immer. Und dann, wie ich mal sage, einmal im Pluspol, einmal im Minuspol. Aber das zieht sich dann an. Und dann gibt es diese ganzen Probleme, was uns eigentlich nur widerspiegelt, dass ich mir selber nicht genug bin. Ne? Und da ist halt Thema Selbstliebe super wichtig. Ne? Und das ist natürlich immer so ein Begriff. Dann sagen die Leute immer, natürlich liebe ich mich selbst. Aber dann sage ich immer, naja, aber dann kannst du nicht in einer toxischen Beziehung sein, weil es ist das Gegenteil von Selbstliebe. So, ne? Da muss man dann wieder den Arsch in der Hose haben und so mutig sein und das auch wirklich tun. Und ich glaube, das ist eben das Schwierige, ne? Weil die Veränderung tut ja dann irgendwie auch noch ein bisschen weh. Ja, und da versuche ich schon weg von diesen super komplizierten, tiefenpsychologischen Konzepten halt zu einer ganz pragmatischen Sache zu kommen. Das nenne ich ja mal Standards und Dealbreaker, dass man einfach guckt, also liefert diese Beziehung das, was ich mir wünsche. Ne? Und da sind halt viele, weiß ich nicht, wollen es halt nicht wahr, wollen den anderen ändern, dass er netter wird, zuverlässiger. Aber Menschen sind, wie sie sind. Ne? Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Was sagen denn eigentlich deine Kollegen so zu dir? Weil du bist ja so der totale, du gehst ja durch die Decke irgendwie mit deinem Erfolg, aber du bist eben so anders, ja? Wirst du angenommen oder ist es das Gegenteil? Ja, mit Kollegen habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Echt, ja? Nee, da, aber jetzt, weiß ich nicht, kriegt er jetzt auch nicht direkt, dass es da direkt Probleme gibt, aber natürlich, also Neid muss man sich erarbeiten und natürlich gefällt es vielleicht nicht jedem, aber naja, da muss man durch und ja, ich versuche, innovativ zu sein, neue Formate zu finden. Und klar, dann hat man natürlich so seine Neider oder seine Feinde vielleicht auch manchmal. Aber ja, das, weiß nicht, das kickt mich eigentlich nur noch mehr, sag ich mal. Und dann geht es halt weiter. Nice, ne? Genau, Leben, das ist ja genau. Aber wo du gerade sagst, ne? Neue Formate. Also du hast vorhin nur ganz kurz blicken lassen. Jetzt mache ich auch noch Comedy. Also da denke ich, meine Güte, dieser Christian, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Erzähl mal, was hast du gerade vor? Ja, das ist jetzt nur so eine Idee. Also ein bisschen wieder Hirschhausen für Psychologen vielleicht, Infotainment, weil das ist so absurd lustig, finde ich. Die ganzen Beziehungsdramen. Ja, das ist ja auch, wenn man ein bisschen Abstand hat, ist es ja auch irgendwo so zum Lachen irgendwie. Das ist ja so, ja, schon diesen, ist ja nicht so ein über jemand lachen, es ist einfach witzig irgendwie, ne? Und ich
würde das gerne mal dieses Drama mal rausnehmen und das Witzige mal irgendwo transportieren. Wirst du selber auf der Bühne stehen? Ja. Ja? Ja. Ach, ja. Also ich wage vorher zu sagen, dass das gut wird, weil du hast viele Fans. Und das ist natürlich wirklich das Schöne. Ne? Ja, ja. Lass uns doch bitte noch mal auf dieses Thema Dating kommen. Ja. Ja? Was schlägst du jetzt wirklich vor? Weil ich kenne so viele tolle Frauen in meinem Umfeld, ja? Die finden einfach nicht den Passenden. Ja? Und irgendwie geraten die immer wieder an diesen falschen Menschen, wahrscheinlich eben falsch programmiert, wie du ja sagen würdest. Ja? Wie macht man das jetzt? Ja? Also woran erkenne ich das, dass es gut wird oder vielleicht von vornherein, nee, besser rennen? Also erstmal empfehle ich mittlerweile immer wegbleiben von diesen Online-Börsen, weil es gibt jetzt eine neue Studie auf Tinder, sind 46% sind gar nicht Single, ne? 46%. Obwohl sie es wirklich schreiben, dass sie Single wären und frei und so weiter? Ja, was, dass sie alle schreiben, weiß ich jetzt nicht, aber 46%. Wow. Und rausgehen, Leben nice machen, dass man schon mal an seiner Ausstrahlung arbeiten, dass man, aber die Ausstrahlung macht wirklich super viel aus. Und dann, was ich Frauen vor allen Dingen empfehle, ist, die Männer, die super gut ansprechen können, Frauen, sind natürlich häufig so ein bisschen die Bad Guys, sag ich mal irgendwie. Ne? Und da gibt es vielleicht so einen Prozentsatz, davon wollen die Frauen vielleicht nicht angesprochen werden, aber den da dazwischen, wo die Frauen sagen, boah, das würde ich ganz cool finden, die trauen sich aber nicht so richtig, denen vielleicht mal so einen kleinen Schubs geben. Ne? Vielleicht mal sagen, Mensch, hast du nicht mal Lust, mich zum Essen einzuladen? Oder ruhig mal, also das heißt ja nicht unbedingt, dass man die ganze Arbeit machen soll, aber ruhig mal, weil Frauen denken immer, ich gebe doch schon viele Signale, aber Männer raffen es halt häufig nicht. Die brauchen so ein bisschen den Holzhammer irgendwie so. Ne? Chrissy, du hast doch gerade drei Männer parallel, oder? Können wir das so offen sagen? Wie haben die dich denn angesprochen? Okay, das war vorhin eigentlich nur ein Witz. Ich habe dir das voll abgenommen. Okay, ja, also der eine leider tatsächlich. Ich habe letztens tatsächlich einen Heiratsantrag bekommen. Ich kenne den Mann gar nicht. Einfach so aus der Hüfte? Ja. Aus dem Kalten? Ja. Auf der Straße? Nicht auf der Straße, es war in der Bar, aber tatsächlich. Der hat sich hingekniet und er sagt, du bist so wunderschön, ich muss dich heiraten. Was, ganz ehrlich, was sagst du dazu? Ja, total needy, ne? Also finde ich. Also, aber hätte also, ich ja sagen sollen? Wer wirklich cool ist und selbstbewusst ist, der macht sowas nicht, ne? Nee, das wird ja echt nicht? Nee. Also du findest, das ist nicht cool und das ist auch nicht selbstbewusst? Nee. Ist das zu viel, Christian? Ist zu viel, oder? Ja. Ich sage immer wie James Bond, ne? Also der sagt so, ich muss gar nichts machen, ist klar, wie der Abend endet. So, das finde ich cool, irgendwie so, ne? Okay. Also, ja, zum Glück habe ich nicht ja gesagt. Ja. Stell dich vor, ja, es der gibt hat natürlich heute Hochzeit gefeiert. Ja, diesen Begriff Lovebombing, also wenn es um Schönes, um wahr zu sein, dann ist es meist halt nicht wahr, ne? Also wenn jemand so ganz doll, du bist die Tollste, ich will dich heiraten, das ist dann häufig so ein Feuerwerk, was halt schnell versiegt. Das habe ich, ich tatsächlich schon oft erlebt. Ja. Ja. Und du sagst wirklich, Christian, Datingportale, Finger weg. Ja. Im normalen Leben, auf der Straße, in der Bar, das sind so die Momente. Ja, also man kann es natürlich ausprobieren, aber es ist, also die, was ich so höre, ist sehr negativ, ne? Muss ich schon sagen. Ne? Weil natürlich alle Bindungsängstler der Welt sind natürlich auf den Datingbörsen, weil dann ist das einfach. Und wo hast du denn deine tolle Frau kennengelernt? Ja, auch im echten Leben. Hast du sie angesprochen oder sie ja, dich? Ja, ich hab's, ja. Ja, klar. Was hast du denn gesagt? wir waren in einer Bar und sind dann, haben uns gut verstanden, sind rausgegangen und habe sie einfach geküsst und dann. Ehrlich? Beim ersten Date? Christian? Ja, klar, ja. Och, ist das geil. Also, großartig. Ja, fand sie. Ich kenne ja auch so viele Frauen, die dann sagen, oh, auch nicht beim dritten Mal und so immer schön langsam und vorsichtig. Also wenn es die Situation irgendwie so. Ja, wir gingen dann so Arm in Arm und dann habe ich gesagt, hey, komm her und habe sie geküsst. Christian, ich bin begeistert. Ach, schön. Also das macht Hoffnung und wahrscheinlich auch ganz, ganz vielen Zuschauern jetzt hier. Lass uns noch einen ganz kurzen Schwenker von diesem Guten zum Bösen kommen. Ja, ja. Aber es gibt so einen Trend offensichtlich und das würde ich gerne von dir wissen, ob das wirklich ein Trend ist. Ghosting. Ja. Einfach weg sein. Gab es das früher auch schon oder machen das die Leute irgendwie, weil sie es jetzt gerade cool finden? Was ist natürlich das? Viel mit diesen Online-Börsen. Wenn ich jetzt mit jemandem schreibe oder treffe den einmal und merke jetzt, läuft nicht irgendwie, dann ist mittlerweile nichts mehr machen und sich nicht mehr melden, ist mittlerweile der akzeptierte Art, damit umzugehen, so, ne? Weil man denkt, was soll ich denn jetzt schreiben? Ich finde dich nicht toll oder will ja auch niemand wehtun. Und das ist mittlerweile leider, deswegen sage ich auch, lieber weg von diesen Börsen, ist so üblich geworden. Ob das nennt man manchmal Ghosting, gibt es natürlich auch, dass Menschen wirklich monatelang jemand
daten und plötzlich verschwindet er, das ist natürlich so der Super-GAU. Ne? Das ist natürlich wirklich, das gab es früher auch schon. Ich habe auch schon Klienten gehabt, die sind dir dann hinterhergereist und waren im ganz anderen Leben und ich weiß nicht was. Also das ist natürlich so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen sage ich immer aufs Bauchgefühl hören und wenn jemand einen zum Beispiel nicht in die Wohnung lässt oder ich weiß nicht was, nachfragen, nachbohren. Also man, Menschen sind zu mehr fähig, als man so denkt. Einfach, also da würde ich gerne mit dir noch im Podcast auch noch ein bisschen weitersprechen, in Teil 2. Und jetzt würde ich sagen, Chrissy, wie sieht's aus mit den Zuschauerfragen? Ist was da? Ich habe sehr, sehr, sehr viel. Okay. Ich weiß gar Chrissy, komm mal mit rüber. Ja, wunderbar. Dann werden wir jetzt mal hier schauen, was wirklich da ist. Okay. Ich komme in unsere Mitte. Ja, mach ich gerne. Okay. Wollen wir gleich loslegen? Ja. Gut, Marie über Instagram. Wie erkennt man auf den ersten Blick einen Narzissten, bevor man in sein Hamsterrad gezogen wird? Oh, das ist schon krasse geil. Frage, oder? Auf den ersten Blick? Ja, kann man nicht auf den ersten Blick. Ne? Das ist ein Quatsch. Man muss die Leute daten. Ne? Man kann aber, ich persönlich glaube ja, wir ziehen Menschen an. So, ne? Und wenn ich an meiner Bedürftigkeit, an meinem Übernetzsein, an diesen ganzen, an meinen mangelnden Selbstliebe, wenn ich daran arbeite, dann ziehe ich auch nicht mehr so viele Narzissten an. So, aber die Idee, ich könnte das an einer Sache sehen, ist ein bisschen ein Irrtum. Also was, wenn ein so eine Sache ist, dann dass man sehr schnell kritisiert wird. Ne? Also dass man zum Beispiel auf dem ersten Date wird vielleicht noch gesagt, ja, du bist ganz toll, und auf dem zweiten schon, ja, die Farbe gefällt mir nicht oder was weiß ich, die Haare sind zu kurz, zu lang, zu blond, zu... das ist, ja, genau, das ist häufig, wenn es schnell anfängt, weh zu tun, dann das ist ein Symptom, ja. Okay, nächste Frage. Die Antje 39, was wollen Männer wirklich hören? Entweder mach das, was ich dir sage, Freundchen, oder du darfst heute alles mit mir machen, was du möchtest, Liebling. Das weiß ich auf jeden Fall. Okay, super. Jetzt kam gerade eben noch eine, weil über Instagram rein. Du hast nämlich vorhin gesagt, alle Bindungsängstler der Welt sind auf Tinder. Kannst du das erklären? Warum sind die alle auf Tinder? Dürfen sich denn nur Bindungsängstler anmelden? Na, eigentlich Bindungsängstler, Verlustängstler eigentlich auch, weil es der wenigste Aufwand. Ne? Also und viele Menschen, die so ein bisschen manipulativ unterwegs sind, was ja manche Bindungsängstler sind, nicht alle, aber manche, so über Text geht das nicht am besten. Ne? Dann kann ich die Leute zutexten, ich kann das so richtig trainieren, was kommt am besten an irgendwie und kann das wirklich, um, was ich immer so nenne, die Nebenleistungen von Beziehungen zu holen, was Sex und Aufmerksamkeit ist. So. Und da kann ich Leute, ich muss nicht viel machen, ich sitze zu Hause, quatsch die Mädels voll und habe da so meine Strategien drauf und das ist halt am einfachsten. Aber jetzt in eine Bar zu gehen und da fällt es ja viel mehr auf. Ne? Dann kann jemand gucken, wirkt er authentisch, wirkt er ehrlich auf mich, das Bauchgefühl schlägt mir viel mehr an. Deswegen sind diese Börsen da viel gefährlicher. Ne? Also das aus Tinder, ne? Das kann man sind also eher die Männer jetzt oder sind das dann auch die Frauen? Nee, ist beides. Ja, es gibt auch Frauen, die berufsmäßig auf Tinder sind. Ja, das, also berufsmäßig meine ich jetzt mit notorisch. Die es einfach spannend finden wahrscheinlich. Ne? Und ihren, ich habe jetzt auch neulich zum ersten Mal sowas gehört, dass jemand in einer Beziehung ist und gesagt hat, ja, ich bin trotzdem auf Tinder, weil ich es so spannend finde, wo ich dann aber denke... Was sagt die Frau denn? Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Dann schreibt dieser Frau jemand und dann ist sie gar nicht Single. Ja. Und dann, also das ist, finde ich, aber das ist halt ganz viel. Ne? Okay, noch eine Frage ganz kurz. Sibylle, 48 Jahre. Ich bin Teetrinker, schon immer. Und mein Mann schenkte mir zu Weihnachten eine teure Kaffeemaschine. Wir sind 20 Jahre verheiratet. Ich habe die Scheidung eingereicht und mein Umfeld, inklusive Mann, versteht das nicht. Verstehst du das? Ja, gut, das ist natürlich sehr heftig. Ne? Also wenn es da wirklich keine Vorgeschichte gibt, da finde ich es auch ziemlich heftig, muss ich sagen. Ne? Man muss natürlich wirklich, also man sollte sich wirklich überlegen, bevor man eine vielleicht funktionierende Ehe so schnell wegwirft, weil was dann kommt, der heutige Datingmarkt ist halt krass. Aber ne? Unterschwellig spielt er natürlich mit. Du, der weiß seit 20 Jahre sind sie verheiratet. Nicht, dass die gar keinen Kaffee trinkt? Also das ist ja Wahnsinn. Ja, aber wenn man wirklich wegen einer so einer Sache, das ist halt die Sache, ne? Wahrscheinlich gibt es eine lange vielleicht, Vorgeschichte. Ja, okay, vielleicht war das aber so wegen einer so einer, ich würde immer, weil das Stein. Natürlich, wenn es der Tropfen auf den heißen Stein ist, könnte ich es verstehen, wenn es nur einmal, aber dieses, das sage ich in der Paartherapie immer, den Männern, den Frauen auch, was man an diesen symbolischen Tagen, wenn da was schiefläuft, ist immer Mist, ne? Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, ne? Das ist... Ganz böse, das kann nur nach hinten gehen. Ja, das ist... Ja, das stimmt, okay.
Ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, er hätte auf dem Geburtstag seiner Partnerin eine ironische Rede gehalten. Die hat sich auch sofort getrennt. Also, das ist konsequent, oder? Super klasse. Aber du sagst dann lieber in der Beziehung bleiben, weil das, was der Markt gerade hergibt, ist. Nee, überhaupt nicht. Also ich vermute mal, dass es jetzt aufsetzt auf eine lange. Aber vielleicht hat er sich wirklich nichts dabei gedacht. Da muss man halt reden. Und wenn es wirklich Unachtsamkeit ist, ja, aber vielleicht hat er nur gedacht, Mensch, ich mach mal irgendwas Neues oder keine Ahnung. Ne? Ist schwer zu sagen, so von einer Frage. Christian, ja. Danke. Okay. Wir haben was ganz, ganz Schönes für dich. Oh, okay. Es gibt eine Überraschung. Cool. Komm bitte mit. So, pass auf, wir haben hier eine Zaubertüte mit ganz, ganz tollen Sachen. Großartig. Ich möchte nur mal eines vornehmen, weil ich glaube, das ist so schön und ich hoffe sehr, dass du es genauso toll findest wie wir alle, denn wir haben die Firma Zings Lifestyle mit dem Designer Oliver. Einen Unikarten-Hoodie, den gibt es nur einmal für dich mit deinem Spruch Nice, geiles Leben. Ja, den will ich auf jeden Fall anziehen. Und da du ja auch sowieso immer im Hoodie sitzt bei Interview, dachte ich, das ist total das Perfekte. Mega. Also ich hoffe, es passt auch größenmäßig. Ja, sieht und gut aus. Alles andere schaust du dir einfach nochmal ganz in Ruhe an. Okay, super. So, vielen Dank. Und dann, wir sagen jetzt schon mal Danke und wir haben eine ganz, ganz tolle Überraschung, denn wir haben sie da. Marie Bothma mit ihrer neuen Single Nein. Und das ist so schön. Christian, du wirst es lieben und ihr auch. Also bitteschön, Marie. Fragen, was mein Plan ist, wo ich mich in ein paar Jahren sehe. Oh Mann, lass über was anderes reden. Ich antworte mechanisch, baue eine Wand und frag mich. Oh Mann, was will ich nicht? Manchmal, wenn der Staudamm bricht und ich dann auf Tauchgang bin, sink ich ganz hinunter bis zum Grund. Immer wenn ich anfange dran zu denken, schieb ich's weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Alle meine Zukunftsängste schieb ich weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Drück auf Stopp und atme kurz mal durch. Bin doch auf Kurs, auf meinem ganz eigenen. Wo er hinführt, kann ich noch nicht sehen. Geht auf und ab, doch gehen weiter. Immer wenn ich anfange dran zu denken, schieb ich's weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Alle meine Zukunftsängste schieb ich weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Brauch wieder Vertrauen in mich, auch wenn's nicht so einfach ist. Hey, Zweifel, bleibt stumm. Immer wenn ich anfang dran zu denken, schieb ich's weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Alle meine Zukunftsängste schieb ich's weg und sag mir nein, 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 nein. Sag mir nein, 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 nein. Marie Bothma mit Nein und wir sagen ja, komm zu uns, Marie. Das war so schön, Christian, auch nochmal. Ach, das war herrlich. Marie, wann bist du demnächst zu hören oder zu sehen und wo? Ich bin in Berlin das nächste Mal, am 14. Mai als Support von Klar. Oh, sehr geil, unbedingt dabei sein. Wir haben hier noch ein bisschen was zu trinken, kannst gerne einen Schluck nehmen. Ja. Und während wir uns das jetzt hier gemütlich machen, ihr Lieben, das war Blondhörig, die Lifestyle-Show, diesmal mit Christian Himschemeier und mit Marie und mit unserer wunderbaren Christiane natürlich. Wir machen jetzt weiter im Podcast, das ist ja immer Teil 2, ne?
Da können wir so ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen, Christian. Freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Und hier auf YouTube geht die nächste Show dann im April, und zwar mit Michaela Schäfer als Gast. Und natürlich, ich zeige nur mal dahin, natürlich mit Christiane. Also, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und wir sehen und hören uns. So, ihr Lieben, und jetzt trinken wir mal was. Ja, sehr gut. Sehr schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke.